Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thorsten Dietz. Ich betreibe weiterhin die Seite Aktienfinder.net, den Aktienscreener für Wachstumswerte. Und es hat sich auch nichts geändert. Es dreht sich ja immer noch ums langfristige Investieren in Aktien, um von steigenden Kursen und steigenden Dividenden zu profitieren. Und wir gucken uns in diesem Video Tabakaktien an. Tabakaktien sehr beliebt bei Dividendeninvestoren, vor allem bei Dividendeninvestoren, die schon auf relativ hohe Einstiegsdividenden stehen. Und die gibt es momentan auch, also die Einstiegsdividendenrenditen sind sehr hoch. Allerdings hat der gute Ruf der Tabakaktien ein bisschen gelitten in den letzten Monaten, weil da wir Kursverluste zu beklagen hatten. Ich möchte aber zuerst mal zeigen, dass wir mit Tabakaktien langfristig trotz der letzten Kursverluste gut gefahren sind, das zum einen. Und dann möchte ich die Tabakaktien vorstellen, soweit wir die im Aktienfinder haben. Und ich kann schon versprechen, wir haben sie alle. Und dann möchte ich auch noch ein bisschen sagen oder ein bisschen darauf hinweisen, was, wenn man Tabakaktien fundamental analysiert, einige Fallstricke sind, die mir schon öfter begegnet sind bei anderen Finanzseiten oder bei anderen Analysen. Und dann gibt es noch einen kleinen Tipp von mir für die weitere Recherche. Dann zuerst mal zu den Tabakaktien und zu dem Stichwort gute Anlage, gutes Investment. Wir haben hier den MSCI World Tobacco Index und dieser MSCI World Tobacco Index, der umfasst diese Aktien hier, ist also relativ überschaubar. Ein Index, der aus 6 Komponenten, 6 Tabakaktien besteht. Und ich denke, die meisten hat man schon mal gehört. Philip Morris Altria, natürlich die größten, dann British American Imperial Brands. Zwei Aktien aus Großbritannien sieht man auch hier. Dann unseren Japaner, Japan Tobacco und dann noch Swedish Match, die ja eher Kautabak machen. Und das sind also hier unsere Aktien, 100%, da gibt es insgesamt. Und wenn man sich jetzt einfach mal die Performance anschaut, langfristig, beginnt hier bei 2004 und das dann benchmarkt gegenüber dem MSCI World, dann sieht man eine klare Outperformance der Tabakaktien gegenüber dem MSCI World. Wir sehen allerdings auch, dass im Jahr 2017 wir ab Beginn eine Durststrecke haben. Das heißt, wir haben ja massive Kursverluste vom Top aus gesehen. Und jetzt haben wir hier so eine kleine Erholung und hoffen wir mal, dass die andauert. Man kann sich schon denken, dass die Dividendenrenditen momentan aufgrund der Kursverluste doch relativ hoch sind im historischen Mittel, was natürlich dann wieder eine interessante Einstiegsgelegenheit für Dividendenjäger sein könnte. Dann gehen wir mal zurück in den Aktienfinder und schauen uns die Tabakaktien noch ein bisschen genauer an. Und ich habe auch schon mal einen kleinen Merkzettel vorbereitet. Nicht Verlierer, sondern ad hoc hier. Und da sind die Tabakaktien drin. Das sind jetzt genau die gleichen Tabakaktien bzw. Unternehmen, die wir auch in dem MSCI World Tobacco Index haben. Und dann müssen wir jetzt noch das passende Ranking aussuchen hier. Das wäre dann hier Dividendenertrag. Da geht es dann eben darum, dass wir hier sagen, wir möchten Aktien haben, die eine relativ hohe Anfangsdividendenrendite haben, 3% oder mehr, damit es eben 100 Punkte in diesem Kriterium gibt. Wir wollen aber dennoch einen Zuwachs haben von 5% im jährlichen Mittel, der relativ stabil ist und nie außer Acht lassen dann auch das Gewinnwachstum. Hier machen wir das fest im operativen Cashflow. Stabiles Wachstum, 5% in jährlichen Mitteln. Und dann hätten wir auch gerne noch ein entsprechendes Umsatzwachstum. Und wir legen auch Wert hier oder wir berücksichtigen übrigens auch die aktuelle Bewertung, also Über- oder Unterbewertung, sowie die Schuldensituation. Dann gibt es eben ein Ranking. Und dann sehen wir hier die einzelnen Punkte des Rankings und wir sehen schon, dass Dividendeninvestoren, die eben auf höhere Dividendenerträge Rücksicht nehmen, beziehungsweise die bevorzugen, dass die ja doch relativ gut fahren mit Tabakaktien. Wir haben hier entweder sehr hohe Bewertungen, sogar 100 Punkte dabei, glatte 100 Punkte, bis hohe Bewertung wäre dann der Fall von Swedish Match. Wer sich dann näher interessiert, wie diese Dividenden, beziehungsweise, Entschuldigung, wie diese Rankings da zustande kommen, der kann das hier mühelos dann hier in diesem Rankingreiter sehen. Da werden dann die einzelnen Kategorien quasi abgeklopft auf die einzelne Zielerreichung und so das Ranking transparent gemacht. Ich möchte jetzt aber erst noch mal einen Hinweis geben, bevor wir mal uns die Kennzahlen anschauen und dann einfach mal hier diese unterschiedlichen Tabakaktien miteinander zu vergleichen. Kurzen Hinweis geben auf die Fallstricke, die mir so begegnet sind im Laufe der Zeit, speziell auch bei Tabakaktien. Da wäre nämlich zum einen, dass wir in der Tabakindustrie
relativ viele Spin-offs und auch Merger haben. Wir haben jetzt beispielsweise Philip Morris, die aus Altria hervorgegangen sind über einen Spin-off. Und beide haben dann auch wieder Junge geboren. Philip Morris hat Modelis zur Welt gebracht und Altria, wenn ich mich recht erinnere, hat Kraft Foods zur Welt gebracht, die jetzt ja Kraft Heinz sind. Über die hatte ich auch mal ein Video gedreht. British American Tobacco wiederum, die hatten dann einen Merger gehabt mit Reynolds. Und immer wenn es diese, ja, wenn Unternehmen neu zusammengewürfelt oder auseinandergerissen werden, dann ist es natürlich eine Herausforderung, die fundamentale Historie hier mit den ganzen Kennzahlen sich dann daraus berechnen, das richtig hinzubiegen, sodass man nicht falsche Eindrücke bekommt. Beispielsweise, wenn man dann Altria sieht, je nachdem, in welchem Analysetool man unterwegs ist oder welcher Finanzseite, dann brechen plötzlich da die Umsätze ein. Das wäre dann beispielsweise der Spin-off, der dann nicht berücksichtigt worden wäre. Das ist eine Geschichte, die bei Tabakaktien, beziehungsweise auf die man bei Tabakaktien achten muss, wenn man die fundamental analysiert. Eine andere Geschichte, die noch wichtig ist, das sind die Umsätze. Wir wissen ja, dass bei Tabakumsätzen der Staat ordentlich zulangt in Form von Steuern. Und wir haben da im Prinzip zwei Arten von Umsätzen. Einmal den Bruttoumsatz, wo die Steuern noch drinnen sind, und dann sozusagen den Umsatz ohne Steuern. Und wenn man unterschiedliche Tabakunternehmen miteinander vergleicht oder auch ein selbst Unternehmen vergleicht und dann über die Historie, wenn man zum Beispiel die Vergangenheitsdaten von der Finanzseite A und die Prognose von Finanzseite B holt, dann muss man immer darauf achten, dass man hier die gleichen Umsätze miteinander vergleicht, weil sich das natürlich dann auch unter anderem bei den Margen bemerkbar macht. Wenn man jetzt den Bruttoumsatz nimmt, wo die Steuern noch im Umsatz inkludiert sind, dann sind die Margen immer niedriger, als wenn man Margen ausrechnet, basierend auf den niedrigeren Umsätzen, die schon ohne Steuern sind. Und jetzt aber erstmal hier genug zur Vorrede, dann gucken wir uns einfach mal hier die Tabakaktien an. Sortieren mal absteigend nach Marktkapitalisierung vielleicht, dann haben wir hier die größten wieder oben. Beziehungsweise noch interessanter ist natürlich die Dividendenrendite. Dann haben wir hier auch die größten oben, aber jetzt die größten, die mit den größten Dividenden quasi. Da hätten wir erstmal hier Imperial Brands mit 7,2% aktueller Dividendenrendite, immer auf die Dividenden der letzten 12 Monate bezogen. Und haben hier dann noch immer noch fette 5%. Wir haben hier mit British American Tobacco dann auch noch einen 6%. Und das sind also schon ganz ordentliche Dividendenrenditen. Swedish Match etwas unter 2% ist dann natürlich relativ mickrig im Vergleich zum Rest. Und wenn man hier sagen muss, dass Swedish Match seit 2016, habe ich gesehen, Sonderdividenden ausschüttet, und die Sonderdividenden sind hier nicht drin, weil Sonderdividenden ja auch dann die Kennzahlen verzerren würden. Per Definition ist eine Sonderdividende eben ein Sonderfall, auch wenn es jetzt im Fall von Swedish Match seit 3 Jahren, wenn ich richtig gesehen habe, hintereinander jetzt ausgezahlt worden ist. Die Dividendenrendite liegt dann irgendwo, wenn man das mit einbezieht, bei 3 oder 3,5%. Wenn wir uns jetzt mal die Ausschüttungsquoten angucken, um jetzt einfach mal hier ein bisschen die Qualität der Dividenden zu beurteilen und hier auch die Sicherheit, wird ja mit der Ausschüttungsquote oft gemacht, fällt natürlich zum einen erstmal auf, dass die Ausschüttungsquoten bezogen auf Gewinne relativ hoch sind, auf dem Free Cashflow tendenziell niedriger sind, zumindest hier bei den Aktien hier. Und bei Tabakaktien wissen wir wahrscheinlich auch schon, dass relativ hohe Ausschüttungsquoten die Regel sind, und was ja dadurch bedingt ist, dass das Geschäft einfach sehr stabil ist und dass die Reinvestition, um das Ganze am Laufen zu halten, um beispielsweise auch um Forschung zu betreiben und so weiter, relativ gering sind in der Tabakbranche. Daran ändert sich meines Erachtens auch nichts dadurch, dass wir jetzt quasi Next Generation Products haben, die entwickelt werden müssen und auch marketingtechnisch in den Markt getrieben werden müssen. Ich denke, nach wie vor hält sich gerade im Vergleich zu anderen Branchen da der Aufwand bezüglich Forschung, Entwicklung und Vermarktung dann immer noch in Grenzen. Wir haben hier bei Imperial Brands mal eine außergewöhnlich hohe Ausschüttungsquote auf den Gewinn bezogen. Und wenn man sich das anschaut hier, dann sieht man hier bei Imperial Brands, dass die Gewinnentwicklung tendenziell relativ holprig verläuft.
Und hier haben wir dann eben eine Unterdeckung bezogen auf den Gewinn. Wenn wir aber den Free Cashflow hier einblenden, dann sehen wir, dass die Dividenden cashflow-technisch, und das ist ja aus meiner Sicht der wichtigere Aspekt, durchaus gedeckt sind. Also hier dann auch kein Grund zur Sorge erstmal. Also ausschüttungstechnisch wäre das, beziehungsweise basierend auf der Ausschüttungsquote, geht bei mir jetzt hier keine rote Alarmlampe an. Wenn wir hier die Anzahl Dividendensteigerungen seit Jahren uns anschauen, ist ja sehr beliebt, vor allem in den USA, Stichwort Dividendenaristokrat, dann fällt vielleicht auf, dass wir hier bei British American Tobacco eine 0 stehen haben und bei Japan Tobacco eine 3. Bei British American Tobacco, da haben wir es, gucken wir uns auch mal schnell an, eine Dividendenkürzung hier. Und zwar von 2017 auf 2018. Das ist aber eine technische Dividendenkürzung. Hier wurde nämlich der Dividendenrhythmus umgestellt, der Zahlrhythmus. Das hat einfach zur Folge, dass im Jahr 2017, Kalenderjahr ist gleich Geschäftsjahr, wir hier höhere Dividenden haben als im Jahr 2018. Und dann musste ich mich im Prinzip entscheiden als Macher vom Aktienfinder, will ich die richtigen Dividenden hier anzeigen oder will ich quasi hier Kosmetik betreiben und dann hier, um da hier eine entsprechende Zahl stehen zu haben. Ich habe mich fürs Erstere entschieden, unter anderem auch deshalb, weil ich diesen Kennzahlen hier relativ wenig Bedeutung beimesse, weniger als es allgemein in der Finanzindustrie gemacht wird. Ich habe dafür ja, oder wir haben dafür hier die Stabilitätskennzahl bezüglich der Dividende, die nicht immer wieder auf Null quasi springt, sobald wir hier eine Kürzung der Dividende haben in diesem Fall hier, sondern die einfach alle Dividenden in der Historie quasi berücksichtigt und dann entsprechend diese Kennzahl hier ausrechnet. Alle Dividenden, also die letzten 2 Jahrzehnte, werden hier berücksichtigt. Und da sehen wir eben, wir haben ja hier einen Maximalwert von 1 bezüglich der Stabilität der Dividende. Und da sehen wir, dass wir extrem zuverlässige und stabile Dividendenzahler vor uns haben hier in der Tabakindustrie. Mit einer Stabilität von 0,93 bis 0,98, das ist also extrem stabil. Wir haben dann auch hier noch relativ ordentliche Zuwachsraten bezogen auf die letzten 5 Jahre. Wir haben hier sogar dreimal Zuwachsraten, die zweistellig sind. Das ist schon wirklich ordentlich für jemanden, der gleich so hohe Dividenden kassiert als Investor, hier mit 5 bis 7%. Schon wirklich eine gute Hausnummer. Und wir haben auch dann jährliches Dividendenwachstum weiterhin zu erwarten, was auch eine, ja, wirklich positiv ist. Das heißt, wenn wir uns jetzt hier diese dividendenbasierten Kennzahlen angucken, dann macht es ja wirklich Lust auf Tabakaktien. Wichtig aber ist ja noch weiterhin oder immer, und es ist egal, was für ein Investor man ist, ob man jetzt auf hohe Dividenden gleich steht oder auf Dividendenwachstum oder ob man sagt, Dividenden sind mir eigentlich nicht so wichtig. Ganz wichtig ist halt immer, dass man stabile Gewinnentwicklung hat, möglichst stabil steigende Gewinne, so wie wir es hier auch im Fall von British American Tobacco sehen. Nur dann sind ja höhere Dividenden gedeckt. Das sieht man ja hier grafisch sehr schön. Und dann profitiert man eben auch von langfristig steigenden Kursen. Auch wenn ihr wie jetzt im Fall von nicht nur British American Tobacco, sondern der ganzen Tabakindustrie, wie in den letzten Monaten eben fallende Kurse ertragen mussten. Langfristig wird es so sein, dass wenn die Gewinne steigen, auch die Kurse steigen werden. Und auch das hier sieht gut aus. Wir haben also stabil steigende Gewinne hier. Ausnahme erstmal Imperial Brands, die haben wir eben gesehen, dass es da hoch und runter geht. Wir haben aber auch gesehen, dass der Cashflow stabiler verläuft. Das sieht man dann auch hier in der Kennzahl. Schön ist ja immer, wenn sowohl der bilanzierte Gewinn als auch der operative Cashflow stabil parallel nebeneinander vor sich hersteigt. Das ist bei den meisten Aktien der Fall. Nur hier bei Altria sehen wir, dass der operative Cashflow auch etwas im Vergleich zur Peer Group schwächelt. Aber ein Wert von 0,74 ist ja immer noch durchaus gut und nicht schlecht. Wenn wir uns dann die Steigerungsraten anschauen, da sehen wir hier ja, vielleicht ein etwas gemischteres Bild bei Imperial Brands, aber da sehen wir auch, dass wir eine relativ niedrige Gewinnstabilität haben. Und man sollte ja nie vergessen, dass diese Steigerungsraten, auf Englisch heißt es Compound Annual Growth Rate, dass die immer nur 2 Punkte miteinander verbinden. Und alles, was dazwischen passiert, das vergessen die oder das wird nicht berücksichtigt. Das heißt, wenn wir jetzt einfach mal hier eine Steigerungsrate von da nach da ausrechnen würden, dann hätten wir eine extrem hohe Steigerung, weil wir hier einen Peak nach oben haben
Wenn wir dann ein Jahr weiter noch rollieren und dann rechnen wir von da nach da aus, dann ist der dann schon deutlich niedriger, weil wir quasi den Peak hinter uns gelassen haben. Das heißt, die Steigerungsraten sind zwar sehr gängig, sind aber immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Umso sinnvoller, je gleichmäßiger die Gewinnentwicklung ist. Und wir können aber durchaus, denke ich, sagen, dass wir hier gute oder mäßige Steigerungsraten allgemein haben. Beim operativen Cashflow verläuft er immer positiv. Wir sehen hier, und deshalb auch in Rot, bleiben wir kurz beim operativen Cashflow, dass die geschätzten Wachstumsraten rückläufig sind, entweder extrem schwach rückläufig, wie hier im Fall von Japan Tobacco, oder doch sehr eindeutig, wie hier im Fall von British American Tobacco. Aber das ist genau dieser Peak hier, ja? Das ist genau dieser Peak hier. Deshalb hier wenig Aussagekraft in diesem Fall. Bei den anderen müsste man sich das jetzt im Detail anschauen und dann auch noch gucken, wie quasi dann die weiteren Geschäftsjahre prognostiziert werden. Ich kann jetzt nicht so ins Detail gehen für jede einzelne Aktie. Ich würde nachher noch einen Hinweis drauf geben, wo es noch einen guten Artikel gibt zu Tabakaktien. Das hier ist jetzt eher ja eine Übersicht. Da Umsatz machen wir dann auch mal raus. Was interessant ist, also lassen wir mal weg, was hier dann auch interessant ist als nächstes ist natürlich die Bewertung. Und hier sehen wir massive Unterbewertung. Deshalb hier die Formatierung in grün mit dem süßen Dollarzeichen hier, was für Unterbewertung steht. Wir haben ja im Aktienfinder vier unterschiedliche Arten, wie wir die Bewertung angezeigt bekommen. Das heißt, hier wird dann jeweils der faire Wert der Aktie bestimmt und dann verglichen mit dem aktuellen Kurs und dann ergibt das entsprechende Über- oder eine Unterbewertung. Wenn wir die Dividende erstmal anschauen, wir rechnen da quasi das historische Mittelwert aus, eine mittlere Dividende und stellen dann die aktuelle Dividende dagegen. Das sehen wir hier, dass wir entweder fair bewertet sind hier oder deutlich unterbewertet sind hier. Wobei der Ausreißer hier ist Swedish Match. Die Aktie scheint ja nicht gerade günstig bewertet momentan. Es ist egal, welchen fairen Wert man nimmt von den Vieren. Alle kommen relativ einstimmig zum Ergebnis, dass die Aktie ungefähr um die Hälfte überbewertet ist. Aber die anderen, die klassischen Tabakaktien quasi, die sind eher ein Schnäppchen, bezogen auf die Dividende, bezogen auf den operativen Cashflow, bezogen auf den bilanzierten Gewinn, den ich hier und da mal bereinige. Auch eine Unterbewertung oder gerade eine faire Bewertung. Und dann haben wir hier noch den fairen Wert Wachstum, der ein bisschen akademisch ist. Wenn wir bei den dreien hier bleiben, dann sehen wir hier klar attraktive Bewertungen. Gucken wir uns mal British American Tobacco an, dann sieht man ja auch den Grund. Wir sehen ja hier schöne Kursgewinne über viele, viele Jahre hinweg von 2000 bzw. 99 bis 2017 und dann plötzlich hier ein Einbruch. Zoomen wir mal ein bisschen näher rein. Dann sehen wir eben, dass wir hier einen Peak hatten oder einen Höchstkurs hatten bei 50, 55 britischen Pfund und dann ist mehr British American Tobacco gefallen bis auf unter 25 britischen Pfund, hat sich also mehr als halbiert oder ungefähr halbiert. Hat sich mehr als halbiert. Der Höchstkurs ist nämlich nicht bei 50, 55, sondern 56, 43 britischen Pfund, habe ich mich vertan. Der Aktienkurs hat sich also mehr als halbiert. Entsprechend ist dann natürlich auch die Dividendenrendite in die Höhe geschnellt. Vorher gab es im Mittel 3,6% in 2016 Dividendenrendite. Die ist dann angesprungen bis auf 8%. Das ist natürlich also wirklich, wirklich ordentlich. Vor allem, weil wir vorhin ja auch gesehen haben, dass wir mit Dividendenkürzungen jetzt erstmal nicht zu rechnen haben. Ja, momentan sind wir immer noch bei 6,3%, weil sich der Kurs wieder etwas erholt hat. Und wir waren jetzt aber bei dem fairen Wert. Und da sehen wir dann eben faire Werte, die deutlich höher sind bei der Aktie. Wir sehen hier wieder diesen Beul nach oben. Das ist der faire Wert basierend auf dem operativen Cashflow. Aber da haben wir ja eben auch diese Beule oder diesen Ausreißer nach oben. Deshalb können wir den hier nicht nehmen oder sollten den fairen Wert nicht nehmen. Aber das ist ja sehr einfach. Man wandert einfach ein bisschen weiter rüber, bis man hier quasi wieder einen normalisierten operativen Cashflow hat. Das heißt, man nimmt dann einfach die Schätzung fürs laufende Geschäftsjahr und da sind wir dann bei fairen Werten, die ja sehr nah beieinander liegen, zwischen irgendwo ja 47 und 50 britischen Pfund verglichen mit 43, 40 britischen Pfund. Das ist natürlich die massive Unterbewertung, die wir dann ja entsprechend auch hier im Prinzip ja sehen. Und auch wenn die Tabakaktien jetzt hier keine Gewinnraketen sind, das heißt, die Gewinne steigen relativ ja, überschaubar oder mäßig, haben wir dann trotzdem
im weiteren Zeitverlauf dann noch steigende faire Werte und steigende Dividenden. Das sieht man dann auch hier. Die Dividendenrendite bei British American Tobacco würde von 6,3%, also die prognostizierte Dividendenrendite, würde dann steigen und dann würde dann von 6,3% auf 6,7, auf 7 und dann wieder auf 7,4% steigen. Und das ist natürlich ja ein Fest für Dividendeninvestoren, wobei wir hier natürlich auch das Wechselkursrisiko haben, ja ganz klar. Aber das haben wir unter anderem ja auch bei den amerikanischen Aktien. Und das wäre jetzt mal hier das kleine Roundup gewesen als Übersicht. Wenn man tiefer einsteigen möchte nochmal, dann natürlich klar die Investor Relations. Es gibt dann aber hier noch auf alle Aktien eine, wie ich finde, sehr gute Übersicht bezüglich den Tabakaktien, also welche Tabakaktien kaufen. Das ist auch ziemlich neu vom 24. Februar. Und da vergleicht der Jonathan eben die größten Tabakkonzerne miteinander. Japan Tobacco fehlt hier. Aber wir haben hier die größten vier und geht dann nochmal ein bisschen mehr ins Detail, als ich das jetzt tun konnte hier in dem einen Video. Es ist ein Premium-Artikel, aber man kann, wie ich das gesehen habe, einen Monat kostenlos sich das Ganze mal anschauen und dann unter anderem sich hier diesen Artikel zu Gemüte führen. Ansonsten natürlich kann man auch im Aktienfinder noch weiter einsteigen und sich die Chartanalyse angucken, auch die erweiterte Chartanalyse, also die Vollanalyse hier. Und dann natürlich auch andere Quellen zu Rate ziehen, letztendlich beispielsweise auch die Investor Relations als Best Practice. So, das war dann der Übersicht, das war dann meine Übersicht zu den Tabakaktien. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.